Hallo Leute, heute machen wir Umbaufilm Nummer 20. Und zwar heute wird es ernst. Heute fangen wir an, den Kopfbahnhof wirklich aufzubauen, richtig aufzubauen. Dazu müssen wir aber erstmal unser Provisorium abbauen. Das wird heute geschehen. Und wir haben auch uns schon Bretter besorgt. Hier und hier. Sechs der Bretter müssen wir bereits blau lackieren. Das machen wir heute auch noch. Und wir werden diese Bretter wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann montieren. Also wir machen aus dem Provisorium, was wir jetzt hier noch haben, machen wir etwas Festes. Ein Festaufbau, wo auch die Züge besser fahren können. Also auf diesen Brettern kommt dann eben der Bodensee, kommt Lindau und der Inselbahnhof von Lindau werden dann montiert. Ja, viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Ciao!
Also ich mach's So, schon. Leute. Wir haben jetzt alles abgebaut von hier. Hier, keine Gleise mehr. Jetzt er das erste Mal sehen wir diesen Teil des Schattenbahnhofs frei. Wir haben das ja vorhin, also letztens, also vor ein paar Monaten, ein Bauvideo darüber gemacht, über diesen Teil des Schattenbahnhofs. Und da, ja, haben wir die Gleise da so reingefrimmelt von hier so. Und jetzt sieht man das mal von hier so frei. Hier natürlich nicht, aber ja, jetzt fangen wir an, so langsam Bretter hier drauf zu legen. Wir fangen von hinten an. Und zwar der Bodensee kommt da als erstes, weil wir den hinteren Bereich da nicht mehr so gut rankommen. Machen wir natürlich erst den hinteren Bereich. Und später bei den nächsten Videos wird der vordere Bereich montiert. Ja, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wir haben uns da noch kein richtiges Ziel gefasst. Naja, wir wollen es ja auch in Ruhe angehen. Und wir sind schon gut vorbereitet. Und als allererstes oder als nächstes werden wir dieses Metallteil hier entfernen. Und dann wird das schon. Ja. Ja, das sind die Bretter, die den gehalten haben. Und jetzt geht's weiter mit der Timelapse. So, Leute, jetzt sind wir hier. Die hinteren Bretter des Bodensees sind gelegt. Plus der Hintergrund ist austariert. So sieht es jetzt halt erstmal aus. Und Also wir werden wahrscheinlich im weiteren Verlauf den Hintergrund natürlich ein bisschen anpassen müssen. Natürlich die Allgäu-Hochalpen passen jetzt eher weniger. Wir werden dann eher so eine Bodensee-Hintergrundkulisse noch schaffen. Das machen wir dann im weiteren Verlauf des Umbaus. ja, und dann machen wir noch hier vielleicht noch ein Brett oder dann mal sehen.
So, Leute, jetzt sind wir für heute fertig für diesen Film. Wir haben ja in diesem Film Bretter gelackiert und schon mal alles abgebaut und hier schon einen Teil aufgebaut des Bodensees und des Bahnhofs. Hier. Ja, und wir hoffen mal, dass das da hier, oder es wird sehr wahrscheinlich hoch genug sein, damit man mit den Zügen darunter mit offenen Pantografen, ja, also mit gehobenen Pantografen durchfahren Stromabnehmer, kann. Pantograph, Wenn ich schon sehe, durchfahren kann. ja. Natürlich hoffen wir es auch, dass es da hinten bei der Abfahrt passt. Hier. Aber es wird ja wahrscheinlich passen. Wir haben ein paar Loks jetzt probiert. Ja, Haben wir da runtergestellt sie mit haben schon offenem aus dem Pantograph. Pantograph. Das hat gepasst. Also muss eigentlich andere Loks auch relativ passen. Die haben ja meistens genau die gleiche Größe. Und ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und nächste Woche kommt das nächste Umbauvideo. Voraussichtlich. Voraussichtlich, ja. Wo wir dann sehr wahrscheinlich die nächsten Bretter. Die nächsten Bretter wir werden wahrscheinlich auch diesen Bereich dann aufbauen, da wo der eigentliche Kopfbahnhof dann zum Stehen kommt. Das wird ja hier im Außenbereich stattfinden. Ja, also wir sind jetzt guter Dinge. Es hat jetzt ganz gut geklappt. Ja, eventuell wird das Brett vielleicht nochmal neu gemacht, angepasst an der neuen Situation. Aber das ist ja alles kein Ding, alles kein Problem. Ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir freuen uns darauf, das hier dann ordentlich aufbauen zu können. Ja. Und schaut die anderen alten Umbau-Videos noch an, wo wir den ganzen Schattenbahnhof und so, das ist auch sehr interessant. Ciao. Ja.